Tadadada. Was sagt uns das? Genau, richtig. Das Zwiebel-Bacon-Brot geht in die zweite Runde. Dieses Mal mit Hefe und ansonsten eigentlich fast genauso wie das letzte Mal. Außer, dass ich den Bacon und die Zwiebeln schon in der Pfanne habe. Und dieses Mal habe ich kein Butterschmalz dazu. Wir gucken jetzt noch ganz kurz in die Pfanne rein. Und wenn danach dann alles abgekühlt ist, geht es dann da drüben weiter. Genau, und ich weiß auch nicht, ob es was wird. Wir werden sehen und hoffen natürlich auf das Beste heute, dass es ein schönes Brot gibt. Erstmal ausmachen hier schnell. Also wie gesagt, heute bloß den Bacon und die Zwiebeln. Boah, jetzt war es mal fast verkohlt, weil ich mit dem Intro so lang rumgetan habe. Aber das geht noch. Dann schalten wir mal ein bisschen runter, verdammt nochmal. Naja, egal. Das geht schon noch. Das Brot ist jetzt fertig, lass abkühlen und danach, ja, machen wir da drüben weiter. So, Freunde, fast die gleichen Zutaten, bloß statt ein Backpulver habe ich hier jetzt Backhefe. Und jetzt bin ich ja gespannt, ob es funktioniert. Den Bacon, wie gesagt, wieder komplett klein gehäckselt und ja, die Zwiebeln auch schön angebrutzelt. Hier habe ich jetzt lauwarmes Wasser. Und da brösel ich jetzt erst einmal den Hefewürfel rein. Ja, geh auf. Zu heiß darf das natürlich auch nicht sein. Ob das Wasser ausreicht, sehen wir dann. Das sind knapp 250 Milliliter wieder. Ich denke, wir werden dann noch ein bisschen was brauchen. Aber da lassen wir jetzt schon mal die Hefe auflösen. 3 gestrichene Teelöffel mit Salz wieder. Und naja gut, dieses Mal habe ich ein klitzekleines bisschen mehr Majoran. So 1,5 Teelöffel genommen. Und ja. Wenn es dieses Mal was wird, dann werde ich das nächste Mal nicht bloß das 4-5er Mehl nehmen, sondern ein anderes, beziehungsweise auch noch mit dem Roggenmehl mischen. Einfach mal dann probieren und testen, was ich da zustande bringe. Aber jetzt messe ich mir erstmal 500 Gramm Mehl ab. Bacon habe ich im Übrigen auch wieder den aus dem Päckle genommen, weil das gute Stück, was ich da das letzte Mal bekommen habe, das war mir einfach zu schade für so einen Versuch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Aufsetzen auf die Rührmaschine und schon mal vorbereiten, bis wir unser Hefewasser mit hinzugeben. Jo, die Hefe hat sich aufgelöst. Dann schalte ich mal ein. Und dieses Mal, weil es ja Hefeteig ist, länger kneten, also werde ich mit Sicherheit in der Richtung nichts falsch machen. Und wieder tot kneten, so wie das letzte Mal mit dem Backpulver. Mindestens 4-5 Minuten kneten. Salz und Majoran schmeißen wir auch gleich mit rein. Bacon und Zwiebeln kommen ziemlich zum Schluss mit rein. Also das Wasser reicht definitiv noch nicht. Schauen wir mal, ob es dieses Mal einen geschmeidigen Teig gibt. Jo, nach knapp 4 Minuten. Er fühlt sich etwas trocken fast an. Fange ich jetzt einmal an, hier den Bacon mit hinzuzuschmeißen. Rein mit dem guten Zeug. Ja, und jetzt haben wir auch ein bisschen Fett mit drin. Ist ja klar beim Bacon. Jetzt sieht der Teig schon mal optisch ein bisschen anders wieder aus.
Das lasse ich jetzt noch mal 2-3 Minuten unterrühren. Und dann sind wir mit dem Kneten eigentlich soweit durch. So Leute, ich glaube jetzt eine Knetzeit von ca. 7-8 Minuten wird ausreichen. Hoffe ich zumindest, ich weiß es nicht. Na, gehe jetzt raus hier. So, die kann ich gleich wegräumen. So sieht es jetzt aus. Decken wir mit einem frischen Handtuch ab. Am besten mit einem leckeren Gänsehandtuch. Und tja, dann lassen wir den jetzt hier stehen. Wir haben hier eine Raumtemperatur von 23 Grad circa im Moment. Das sollte auf alle Fälle ausreichen. Und so lassen wir den jetzt 20-30 Minuten gehen. Und dann gucken wir wieder rein. Und in der Zwischenzeit werde ich draußen schon mal die Kohlen anfeuern. So Leute, dann gucken wir mal. Oh ja, der ist schon ganz gut aufgegangen. Gefällt mir. Und ja, jetzt. Wo ist mein Mehlschäuferle? Tun wir hier die Arbeitsfläche wieder etwas einmehlen. Den Teig rausholen. Dann schleifen wir ein klein bisschen, also nicht viel dieses Mal. Einfach nur so, dass wir eine schöne runde Form haben. So. Haben wir das letzte Mal nicht auch gehabt, das Messer? Jetzt machen wir zwei Schnitte mehr. Ja, und dann können wir es auch schon in den Topf rein tun. Ja, hier darf das jetzt noch mal 5 bis 10 Minuten so vor sich hingehen, bevor draußen dann die Kohlen soweit sind. So Leute, dann wollen wir mal wieder. Hat sich nochmal viel getan da drin. Ich hoffe echt, dass es dieses Mal richtig aufgeht. Ah, den Topf noch drehen. Unsere Lüftungsecke. Bin jetzt doof. Da ist sie. Ausdampfen oder nicht? Probieren wir es mal mit dem Gleichausdampfen und den Rest oben drauf. So, 1,5 Stunden. 3/4 Stunde später, also Halbzeit, schauen wir jetzt mal rein. Und hey, das riecht schon. Leck! Mich am Arsch ist das geil. Richtig schön aufgegangen. So soll es sein. Geil. Gefällt mir. Gut. Geil. Richtig, richtig geil. So Leute, wir haben es exakt 1,5 Stunden später. Seit das Brot unter Kohlen steht. Ne, 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 ne. Sehr geil, aber mir ist die Kruste noch nicht ganz dick genug. Unten könnte sie ausreichen. Ich werde jetzt die ganzen Kohlen von unten wiederum oben verteilen und gebe dem Ding einfach nochmal 10-15 Minuten. Tja, danach holen wir es raus und hoffen, dass es fertig ist. Also ich bin ja jetzt echt gespannt. Mal richtig, richtig gespannt. So. Ja,
Ja, geben wir noch eine Viertelstunde und gut ist. Jeha! Eine Stunde 45 später, da hinten schreien irgendwelche. So sieht's aus. Tja, dann würde ich mal sagen, heiß. Tja, lassen wir's auskühlen, schneiden wir's nachher an. Ha, ehrlich, gerade Besuch von einer Jugend aus dem Dorf gehabt, wo ja auch irgendwie auf den Gritschaki-Kanal gekommen sind. Ja, schee sowas, einfach schee. Also, so sieht das Zwiebelbrötchen jetzt aus. Mittlerweile kann man es auch schon anlangen. Ja, hört sich gut an. Das lassen wir jetzt erstmal wieder komplett auskühlen. Oder fast. Boah, ich kann es kaum erwarten. Und wie gesagt, wenn es ausgekühlt ist, geht's weiter. Und, ist das geworden? Auf ein neues. Mein Testmuggel ist auch gerade gekommen. Von der Werkstatt hinten. Du bist mein Testmuggel. Zwei sogar gleich. Jetzt schneiden wir es ganz einfach mal an. Stückchen für Stückchen. Scheibe für Scheibe. Na, und was soll ich sagen? Dieses Mal sieht es richtig gut aus. Würde ich doch mal sagen, Brot gelungen und jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. So Leute, dann wollen wir mal, ihr dürft es vortreten. Die Testesser. Die Testesser. Guten Tag. Servus. Danke. Jetzt warte ich erst mal, was die sagen. Ich würde jetzt warten, bis du abbeißt. Wenn, nicht das, wenn du tot umfällst, dass wir auch mal tot umfallen. Zu spät, er hat schon reingebissen. Mhm. Kommt geil. Mhm. Ich würde sagen, Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Schmeckt gut, Michi. Und schreib das mal. Mhm. Der Speckreis raus. Ja, schmeckt gut. Das Ganze jetzt noch mit Butter. Mhm. Noch geiler. Bisschen mehr Speck rein. Noch mehr? Ja klar, muss. Guck mal, den muss ich ja suchen. Du Wahnsinniger. Ey, das waren über 300 Gramm Bacon zu 500 Gramm Mehl. Das ist ja aber nicht viel. Nee. Also, dieses Mal zu 100% gelungen. Was gut noch. Der sagt, da muss man Bacon suchen, der ist doch doof, oder? Naja. Na? Ja. Fresspopel. Das Beste, das Kickelte. Tja Leute, dann würde ich sagen, dieses Mal Operation gelungen, nee, Brotbacken gelungen. Die zwei jagen wir wieder ins Werkstatt. Tschüss, verschwind, auf ciao. Wiedersehen. Ciao, danke fürs Brot. Danke. Nee, wunderbar. Ast rein. Dieses Mal, aber meine Brotproduktion wird noch weitergehen. Ich habe gesagt, wenn es dieses Mal glückt, werde ich dann das nächste Mal mit anderen Mehlsorten experimentieren. Aber jetzt muss erstmal das aufgegessen werden. Und was jetzt das nächste Video ist, Leute, ich habe wie immer noch keinen Plan, aber ich möchte jetzt unbedingt mal wieder was Schönes grillen. Das Wochenende steht ja bald vor der Tür. Muss ich bloß noch mit Jatzi abklären, was wir machen. Aber dieses Wochenende muss unbedingt wieder mal gegrillt werden.
Tja, in diesem Sinne hoffe ich auch auf Daumen nach oben, freundliche Kommentare, die kamen ja auch beim letzten Mal. Dafür noch vielen Dank und Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschaikowski.